Okay, willkommen zurück zu Let's Play Uncharted 4. A Thief's End. Freunde, wir rennen unserem sturen Bruder hinterher. Der dieses Schiff hier sucht. Und wie es aussieht, haben wir es vor ihm gefunden. Und was ich im letzten Part sagen wollte, ist... Ich verstehe nicht... Hol meinen Weg runter. Was es ihm jetzt noch bringt, diesen Schatz zu finden. Wow. Weil ich meine... Wie viel soll das sein? Wow, 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 wow. Autsch. Wow. 400 Millionen? Oder irgendwie so? In Form von Juwelen und Gold? Wie will er das denn alles mitnehmen? Ich meine, nein! Ist ja nicht so, als hätten wir so einen riesigen... So ein... Hast du wirklich alles gemacht, Sam? Nein, ich glaube nicht. Aber komm. Wahrscheinlich hätte er einen trockenen Weg genommen. Ich meine, das wird doch alles nicht in dieses kleine Flugzeug da passen. Also wird unmöglich alles mitnehmen können. Macht das einfach nur, um den Schatz gesehen zu haben? Wahrscheinlich. Und dafür sein ganzes Leben zu riskieren und das seiner Mitmenschen? Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das ist echt krass klares Wasser hier. Mega cool. Stellt euch mal vor, ihr badet einfach darin. Und dann guckt ihr nach unten und auf einmal ist da irgendwas Gigantisches, was gerade das Maul aufreißt und ihr seid weg. Was? Rajasthan-Kästchen? Okay. Wo muss ich denn jetzt hin? Hier nicht, da war ein Schatz. Man muss irgendwie nie dahin, wo es einen Schatz gibt. Ich irgendwie weiter? Nein. Schätze dahin? Nein? Weiter nach da hinten? Ja, wie es aussieht. Oder? Achso, muss ich jetzt irgendwo drunter tauchen? Ja. Da hinten, oder? Nein, nicht hier hin. Ich muss bestimmt irgendwo tauchen. Die Frage ist, wo? Da? Ist das eine Höhle? Das ist keine Höhle. Okay, vielleicht unterm Wasserfall. Ich meine, das Wasser ist doch nicht so klar, wenn ich hier irgendwo eine Höhle finden könnte. Da, da geht's lang. Okay, nicht mal tauchen. Okay. Langsam wird's gruselig. Also was das Wasser betrifft. Ich meine, es ist einfach tiefes Schwarz unter ihm. Hier so schnell wie möglich raus. Sind wir bald fertig? Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Wenn wir uns beeilen, holen wir die anderen noch ab. Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm! Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer, alles, was wir getan haben, umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein, reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, man. Ja.
Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Nach dir. Okay. Das war interessant. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Nadine uns irgendwie noch behilflich wird. Wahrscheinlich gibt sie Rafe diesen ultimativen Todesstoß, der dann alles beendet. Warum ist es auf einmal so hell hier drin? Ah, da geht's raus. Okay, darf ich hier raus? Nein. Muss ich jetzt zum Schiff schwimmen? Ich muss unter diesem Dock weg. Mal sehen, was du auf Lager hast, Captain Avery. Kapitel 22. Das Ende eines Diebes. A Thief's End. Roll Credits. Die Frage ist, welchen Diebes? Wessen Ende ist das, meine Freunde? Wessen? Meint ihr damit Avery? Weil wir seine Leiche finden werden? Meint ihr damit uns? Weil wir sterben? Meint ihr unseren Bruder, weil er stirbt? Meint ihr Sully, weil er stirbt? All das waren Diebe. Heilige Scheiße. Ja, vielleicht meint sie doch Sam. Ja, anscheinend war hier echt alles vermiemt. Wieder diese explodierenden Killer-Mumien. Oder was? Wollen wir mal nachsehen. Okay. Hast du irgendwie eine Knarre für mich oder so? Nein. Okay, wir sollten vorsichtig sein. Ich weiß ja nicht, wie das Zeug hier in die Luft jagt. Ich glaube nicht, dass hier wieder Mumien in der Gegend rumstehen. Schrei doch nicht so rum. Du hast doch gerade noch die Leute hier gesehen. Licht darunter. Ich weiß nicht, waren das gerade Münzen da unten? Es dampft ziemlich gefährlich hier. Vielleicht sollten wir noch was geben. Wow. Wow. Was für ein Anblick. Da ist der Schatz. Verdammt. Ist das wert? Nimm dir doch ein paar Münzen mit, mein Freund. Nimm dir doch ein paar Münzen mit. Das Gefühl, hier explodiert gleich was. Okay. Sam. Oh, er ist da. Sam? Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Rafe, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab?
Ja, damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Ha? Geht sie nichts an. Warum versuchst du, sie aufzuhetzen, Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder, ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es wird Zeit für eine Lektion. Ich Was wusste machst es. Du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine, hör auf! Himmel! Ich sagte, sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Das sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für Sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, Sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine, warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Oh nein. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen Nate, sind. Nate, halt die Klappe! Ist das jetzt dein Ernst, Mann? Ernst, Drake, das ist Irrsinn, sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Ah, fuck. Okay, links und rechts ausweichen. Ja. Was? Ah, Gott, ich denke, der greift von links an, rechts an. Na, verdammt. Komm, danke. Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Okay. Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Okay, nein! Wow! Au! Na komm, vorsichtig. Komm schon, Ray. Hör auf. Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Ray, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Okay. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Darf ich... Oh, nein! 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 Ciao! Oh, blöder Idiot! Ich habe alles nein. geopfert, um Avery zu finden, und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen! Nein, du hast sie doch gefunden! Na komm, du Arschloch! Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. So ist richtig. Na komm. Okay, na komm, willst du nicht angreifen? Willst du nicht angreifen? Komm schon. Na komm, du Arschloch. Das war's, Mann. Das war's. Scheiße. Du hast dich geschnitten, ne? Ich bin da nicht alleine, Mann. Au. Ich drück doch wie ein Blöder. Was soll denn die Scheiße? Okay. Komm her, Mann. Du willst das unbedingt so. Nein. Na komm. Na komm, das ist ein echt cooles Ende. Muss man sagen. Na komm, das
kriegst du davon, du Arschloch. Nein, nein, nein. Na, was willst du jetzt noch? Arschloch. Au. Nein. Okay, komm her, komm her, komm her. Los, greif an, wenn du unbedingt willst. Ciao. Blöder Sack. Komm schon, da hast du noch einen Schnitt, du Arsch. Gott, warum ist er so verrückt? Wir hätten alle da überleben können. Alle. Aber du, Vollidiot, musst ja so einen Verrückten machen. Na komm. Ach, fuck. Au. Nein, nein, nein. Es ist schwerer, als es aussieht, Freunde. Nein! Na komm. Das war's mit dir, mein Freund. Das war's mit dir. Oh, fuck. Das frage ich mich auch die ganze Zeit. Na komm. Du blöder, verrückter Psychopath. Ja, das wollte ich dir gerade sagen. Komm schon, Legende. Ah. Nein, nein, nein. Ja. Nein. Nein. Fuck, Mann. Was ist denn los mit dir? Au, nein. Nein! Fuck! Freunde, ich würde sagen, das versuchen wir im nächsten Part nochmal. Dann war's das für heute, mein Name ist Vitus und wir hören uns in der nächsten Folge wieder, vielleicht auch in der letzten. Bis dahin und ciao.